Sie sind zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Kinder sind ja eigentlich die Zukunft, aber mit diesen Leuten ist niemandem geholfen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schlimmsten Jugendlichen der Geschichte. Es ist ein Gefühl, das mich innerlich aufgefressen hat. Ich konnte spüren, wie ich einfach davon eingenommen wurde. In dieser Liste geht es um Personen, die zu Verbrechen wurden und daraufhin ein oder mehrere Male das Gesetz überschritten haben. Wir beziehen uns hierbei hauptsächlich auf Menschen, die 18 Jahre oder jünger sind. Tatsächlich gibt es einige unfassbare Fälle, die von Minderjährigen begangen wurden. Somit sind hier zum Beispiel die Menendez-Brüder nicht dabei, da diese beiden 18 und 21 waren, als sie ihre Eltern ermordet haben. Nummer 10, Willy Bosket. Für einige Menschen gibt es scheinbar keine andere Option, als kriminell zu werden. Genau das dachte wohl Willy Bosket aus Harlem, New York. Er glaubte, dass er genauso wie sein Vater als Mörder endet. Vom 19. bis zum 27. März 1978 hat der 15-Jährige drei Menschen erschossen, einer davon ein New York Transit-Mitarbeiter. Bosket wurde schuldig gesprochen, war aber zunächst nur 5 Jahre in einer Jugendstrafanstalt. Später wurde er lebenslänglich verurteilt wegen Tätlichkeit, Brandstiftung und versuchtem Ausbruch aus einer JVA. Nummer 9, Josh Phillips. Ich kannte Josh, habe ihn hier oft rumlaufen sehen. Er war einer der liebsten Jungen der ganzen Nachbarschaft. Das kann man wohl als Fehleinschätzung betrachten. Im November 1988 wurde ein junges Mädchen namens Maddie Clifton aus Jacksonville in Florida als vermisst gemeldet. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde ihre Leiche im Wasserbett vom 14-jährigen Josh Phillips gefunden, der sie erschlagen und erstochen hat. Phillips hat seitdem behauptet, dass er den Vorfall bereut, aber mit einer lebenslangen Haftstrafe wegen vorsätzlichen Mordes ohne Aussicht auf Bewährung wird er das Gefängnis wohl nicht so schnell verlassen. Irgendwann, wenn die richtige Zeit gekommen ist, werde ich vergeben können. Nummer 8, Edmund Kemper. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass er das wirklich getan hat, was er gesagt hat. Sich anzupassen kann die schlimmsten Eigenschaften verbergen. Zuerst habe ich nur irgendwelche Gegenstände von Freunden und Bekannten kaputt gemacht, aber dann fing ich an, Hunde und Katzen zu töten. Zum Beispiel hat der junge Edmund es geschafft, Psychologen im Escadero State Hospital zu überzeugen, dass er einen gesunden Menschenverstand hat, obwohl er seine Großeltern nach einem Streit umgebracht hat und das im Alter von 15 Jahren. Er rief seine Mutter an, nachdem er gerade seine Großeltern getötet hatte und fragte sie, Mama, ich habe gerade getötet, was soll ich tun? Und da sagte sie, ruf die Polizei. Er musste lediglich 5 Jahre lang ins Gefängnis und wurde 1969 wieder entlassen. Tragischerweise konnte er somit 3 Jahre später 6 weibliche College-Studenten, seine Mutter und eine Freundin seiner Mutter ermorden. Damit braucht man wohl nicht zu erwähnen, dass manchmal der Schein trügt. Wie kann ein fremdes Mädchen einfach in ihr Auto steigen? Sie sagte, bitte sei kein Mörder. Ich sah wohl nicht so aus. Nummer 7. Graham Young. Er hat ein erstaunliches Talent für Chemie entwickelt. Es ist nur eine Schande, dass er es für Gift gebraucht hat. It was poisonous. Und plötzlich ist das Verlangen nach Tee geringer. Graham Young stammt aus dem Nordwesten Londons und war seit seiner Kindheit von den Auswirkungen von Giften begeistert. Er hat heimlich in das Butterbrot seines Freundes Brechweinstein gemischt, der dann in der Folge mehrere Tage zu Hause bleiben musste. Im Jahr 1962 wurde Young wegen versuchter Vergiftung festgenommen. Dabei hat er seiner eigenen Schwester einen Tee serviert, mit tödlichem Gift aus Nachtschattengewächsen. Der Teenager wurde vor seiner Entlassung 9 Jahre lang in der psychiatrischen Anstalt des Boroughmuir Hospitals festgehalten. Daraufhin nutzte er seine Stellung als Quartiermeister, um etwa 70 Menschen mit vergiftetem Tee zu ermorden und erhielt somit den makabren Spitznamen Teacup Poisoner, zu Deutsch Teetassenmörder. Er hätte niemals aus Broadmoor entlassen werden dürfen. Aber ich nehme an, er war zu clever. Nummer 6, Brian und David Freeman. Geschwister halten wohl auch bei Verurteilungen zusammen. Die Brüder Brian und David, die ältesten Kinder der Freeman-Familie, waren überzeugte Neonazis, die sich strikt gegen die Erziehung zu Zeugen Jehovas geweigert haben. Die gewalttätige Beziehung zu ihren Eltern erreichte im Februar 1995 ihren Höhepunkt, als die Brüder wegen Mordes an ihren Eltern und ihren jüngeren Bruder Eric festgenommen wurden. Das
passierte alles innerhalb einer Sekunde. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Es ist einfach passiert. Brian, David und ihr Komplize bzw. Cousin Ben Birdwell haben gestanden, um einem Todesurteil zu entgehen. Dieser Plan ging auf, sie erhielten aber jeweils lebenslänglich. Ich habe früher nie über etwas nachgedacht, was ich gemacht habe. Ich meine, ich war ziemlich impulsiv und habe mich um die Zukunft nicht gekümmert. Nummer 5. Brenda Spencer. Dass man Montag nicht mag, ist kein Grund für einen Mord. Trotzdem ist angeblich das die Aussage, die die 16-jährige Brenda Spencer machte nach ihrer Schießerei in einer Schule. Am 29. Januar 1979 feuerte Spencer 30 Kugeln in der Cleveland Elementary Schule und tötete dabei den Direktor sowie den Hausmeister, verletzte 8 Kinder und einen Polizisten. Nachdem sie sich ergeben hat und sich schuldig bekannt hat, wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt. In so einem Fall sollte jemand das Gefängnis niemals verlassen für das, was er getan hat. Nummer 4, John Venables und Robert Thompson. Wir haben ihn auf die Gleise gezogen, dann angefangen, mit Steinen nach ihm zu werfen. Wer hat das genau gemacht? Robbie. Warum hat er Steine nach ihm geworfen? Weiß nicht. Im Jahr 1993 wurde ein 2-Jähriger aus Liverpool entführt, brutal gefoltert und auf Schienen gelegt, um so halbiert zu werden. Die Schuldigen waren John Venables und Robert Thompson, 2 Schüler, die an diesem Tag die Schule geschwänzt haben und dabei gerade mal 10 Jahre alt waren. Die Öffentlichkeit war schockiert, als ihnen der Prozess gemacht wurde und sie zu mindestens 8 Jahren Haft verurteilt wurden. Anschließend wurden sie unter strengen Auflagen wieder freigelassen. Nummer 3, Jesse Pomeroy. Im März des Jahres 1874 wurde die 10-jährige Katie Caran als vermisst gemeldet. Einen Monat später wurde die Leiche des 4-jährigen Horace Millen in einem Sumpf gefunden. Die Behörden verdächtigten Jesse Pomeroy, einen Teenager, der bereits vorher wegen brutalen Übergriffen an anderen Kindern verurteilt wurde. Am Ende des Jahres wurde er wegen dem Mord an Caran verurteilt und war somit die jüngste Person der Geschichte, die wegen vorsätzlichen Mordes in Massachusetts verurteilt wurde. 1932 starb er im Gefängnis. Nummer 2, Mary Bell. Das erste, an das man bei Mary denkt, sind ihre blauen Augen. Ihre unglaublichen blauen Augen, die so gestarrt haben. Diese Augen konnten einen so fixieren. Eine schwere Kindheit kann oftmals negative Auswirkungen haben, aber das hier geht zu weit. Im Sommer 1968 untersuchte die Polizei von Newcastle in England die Morde von 2 Kleinkindern, die beide durch Erwürgen gestorben sind. Im August wurden die Kinder Mary Bell und ihre Freundin Norma Joyce Bell wegen Mordes angeklagt, die Verurteilung war letztendlich aber wegen Totschlags. Ihre Freundin wurde freigesprochen, aber Mary Bell verbrachte wegen verminderter Schuldfähigkeit 12 Jahre im Gefängnis. Sie hatte gute Eigenschaften, aber was ihr gefehlt hatte, waren Gefühle. That was my impression. Es wurde entschieden, dass Mary psychopathische Symptome aufwies und eine nicht kontrollierbare Gefahr für Kinder darstellte. Wenn man sich diesen Fall ansieht, kann man verstehen, warum. Sie ist jetzt eine ziemlich ausgeglichene Person. Sie hat sich ein normales Leben aufgebaut mit allen Höhen und Tiefen und ist eigentlich ein ganz guter Bürger geworden. A very good citizen. Bevor wir euch unseren Platz 1 zeigen, kommen hier noch ein paar lobenswerte bzw. nicht lobenswerte Erwähnungen. Ich war nicht böse auf irgendjemanden. Ich sagte, Papa, es ist einfach passiert. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre ich niemals dahin gegangen. Ich hätte das niemals zugelassen. Shane hätte niemals mitgenommen werden dürfen. Shirley schreibt in ihr Tagebuch, wir haben heute eine ältere Frau getötet und es hat Spaß gemacht. Nummer 1, Eric Harris und Dylan Klebold. Du Scheißhaufen, man spielt nicht mit uns und wenn man es doch tut, dann reiß ich dir den Kopf ab. In der Geschichte gab es schon einige Schießereien in Schulen, wie zum Beispiel die von Mitchell Johnson und Andrew Golden, Jamie Rouse, Kip Kinkle und Barry Lukaitis. Aber der Amoklauf von diesen beiden war der schockierendste. Eric Harris und Dylan Klebold waren 2 Teenager aus Columbine, Colorado und begannen ihre Vorbereitungen gegen die Gesellschaft im Jahr 1999.
Mit selbstgebauten Bomben und mehreren Schusswaffen gingen die beiden am 20. April in die Columbine High School, um 13 Menschen zu töten und 24 weitere zu verletzen. Als die Polizei zum Schluss die Schule stürmte, begingen die beiden gleichzeitig Selbstmord, sodass sie ihrer gerechten Strafe vor Gericht entkommen konnten. Diese beiden Jungen wurden nicht mit diesem Hass geboren. Was ist also in der Zwischenzeit passiert, dass sie solch grauenvolle Taten anrichten konnten? Was hältst du von der Liste? Und bei welchen schrecklichen Kindern hast du eine Gänsehaut bekommen? Für noch mehr emotionale Top 10s abonniere einfach WatchMojo Deutschland. Wie haben sie es geschafft, die Polizei an der Nase herumzuführen? Fernsehen geguckt. Glaub es oder nicht? Ja.